Was? Wo? Durch den Boden. Fuck, shit! Nein! Karte, komm. Karte, hau die Karte rein! Fuck! Morgen, Jungs! Und Mädels! Willkommen zu einer ganz normalen Runde SCP Containment Breach Map Seed Don't Blink. Ganz besonders. Jo. Ich will euch jetzt fragen, warum wir nicht die Community Mod spielen. Oder etwas anderes. Oder etwas anderes. Ja, woran liegt das? Vielleicht, weil wir keinen Bock haben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die aktuelle Version 1.06 ist. Ja. Wobei die eigentlich scheiße ist, weil da kannst du ja keine Treppen. Da kannst du keine Treppen gehen. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Nee, aber wir haben ja einmal die Community-Mod gespielt und dann gab es irgendwie einen Crash. Und das wollen wir nicht wieder. Eine Mastenkarambolage. Ich meine, wir machen da jedes zweite Video, kriegen wir einen Error irgendwie rein. Ja, die 1.06 ist dahingehend zumindest schon mal stable. What? Was machst denn du? Das hab ich mich gerade aufgefragt. Weil es nicht mit 30 auf, wolltest du mit 60 aufnehmen? Ja, wenn ein Spiel halt nur 30 hat. Okay. Das habt ihr nicht gehört, das waren nur was weiß ich. Technische Daten, Hintergrunddaten. Don't Blink stand ja auch da und du machst da. Ach Blink. So, scheiße. Mann. Dann daran lag's. Okay. Na gut. Schauen wir, was jetzt kommt. Jetzt was halt was völlig random ist. Sieht man das noch nicht auf Escape gehen? Ne, der Map sieht. Sieht man dann nur am Ende. In dem Death Screen. Ja. Nur wenn man durchgespielt hat. Oder wenn man stirbt. Oder wenn man stirbt. Dann sieht man in dem Death Screen. Ja, dann ist das halt so. Wollen wir es ausprobieren? Nein, bitte nicht. Soll ich nochmal sterben? Genau, was haben wir uns als Ziel gesetzt? Wir wollen in den Forest, weil wir den. Ja. Du hast einfach dahin geportet, Junge. Ja, Junge. Ach, oh Gott, ich dachte, du bist schwer geblieben. Nein, hab ich nicht. Das war der. Es war ein kurzer Stromausfall. Ja. Kurze Spannungsschwankungen in der SCP Foundation. Spannungsspitze war das. Genau, was unser Ziel ist, wir wollen den Forest, weil wir den ja noch nicht in HD aufgenommen haben. Das ist der einzige Grund eigentlich so. Und wir sind auch noch nicht durchgekommen. Nee, wir haben ihn ja auch außer im Livestream und ich weiß nicht, ob jeder diesen 2-stündigen Livestream oder wie lange war der? 3? 2 oder 3 Stunden, ne? Ja, aber er hat sich gelohnt, finde ich. Ja. Weil ich habe ihn dann selber auch nochmal angeguckt. Echt? Ja. Tuto completo. So wie Alex B. sagt, auf dem Fernseher geht's. Auf dem Fernseher geht's, okay, dann muss ich es auch mal machen. Auf dem Fernseher, ja, das stimmt aber echt. Auf dem Fernseher kann man sich sowas länger schon einfüllen. Also, ich habe mir jetzt noch nicht andere Videos angucken als unsere eigenen, nochmal so. Aber kann ich mir schon vorstellen. Ja, wenn man was nebenher macht, irgendwie so. So nebenbei kann man es eigentlich laufen lassen, finde ich. Das Gameplay ist gar nicht so wichtig. Unser Gelaber ist das Wichtigste, oder? Hauptsache, wir halten das Niveau nicht zu hoch. So, während man auf der Couch sitzt und schön einen durchziehen ist. Du! Kann man sich hier eine Folge von Fearing HD reinziehen. So. Ah, von unserem Shit wird man nicht high. Oder? Glaub, der ist nicht drin. Was denn? Müsste man hier mal unsere Stammzuschauer fragen. Ob man davon high wird? Ja. Ob sie irgendwelche psychedelischen Erfahrungen gemacht haben. Naja, wir machen... Sync! Okay. Da war am Kasten. Jawohl. 4 Minuten, okay. Merken. Na, du schneidest das Video. Ja. Wir machen es übrigens immer so: der, wo spielt, der schneidet das Video auf. Falls du interessiert. Wahrscheinlich interessiert eh keinen Menschen. Ich hab jetzt hier. Scheiße, da haben sie ja was Neues gemacht. Es sah ein bisschen anders animiert aus, kann das sein? Ja, und der hat auch was gelabert. Nee, weil das, was ich sagen wollte, dass die Information jetzt das Leben unserer Zuschauer bereichert hat. Enorm. Ja. Können wir beruhigt sterben. Da gehe ich nicht runter. Ja, bitte nicht. Wir haben nur schlechte Erfahrungen. Und außer wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich es natürlich machen. Das Blöde ist halt, es ist echt fast immer so, dass man... Oh. Wer da? Was ist los mit ihm?
Was? Ein kurzer Ruckler, Junge! Das ist echt fast immer so. Oder das ist die, Mann, ich will was sagen, dann schweife ich so ab. Ja. Ich stehe bestimmt direkt davor und ich komme nicht mehr raus. Dass wir immer da unten lang müssen. Wir müssen da immer lang, weil es nicht anders weitergeht. Komischerweise. Schau mal zum Teddy. Oder auch nicht. Längst wieder weg. Ich komm du kannst nicht. Ihn reinlocken. Ja, meinst du, oder? Ja. Da. Nein, nicht da! Hallo dann. So, da, ja. So, das K. Damit können wir was anfangen. Yo. Yo. Ist der da drin getrappt? Getrappt, meinst du? Er kann aber Türen öffnen. Den kann man nicht trappen. Oh doch, der Nine-Tailed Fox kann ihn trappen. Kann ihn containen. In einem Cage. Das fand ich voll lustig, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja. Schwebt dann so rum. Glitscht durch die Wände. So ein bisschen. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin schon ein paar Donnerstage her, oder? Ja, schon ewig. Es war mal eine Map, wo. Haben wir hier nicht schon mal? Ich weiß nicht, von wem die Map war. Da hat er. Da waren wir doch schon. Ne? Da hat er. Was ist da los? Was war denn da in der Map? Da war irgendwie das Ende so nah am Anfang, am Start, dass der Nine-Tailed Fox direkt zum Startraum irgendwie kam und den contained hat. Und wir mussten gleich am Anfang ausweichen vom Nine-Tailed Fox. Das war eine Custom-Map, oder? Ja, ja. Ja. Von Alex B. Is that possible? Possible? Ja, is it then the possibility? Is it then? Ich sag mal, wir haben noch gar nichts, oder? Haben wir schon irgendwie was mit? Da war ich doch überall schon. Da hat sich vielleicht so ein Gang wieder gedreht. Nee, aber irgendwie ist auch dieselbe Richtung. Hm. Guck. Das war nämlich auch so, da also sind wir da hin, da war gerade außen, dann ging es da links. Mapseed Ring. Oder Loop. Infinite Loop? Ja. Boah. Da ist der auch wieder. Ja, dann ist jetzt hier da links die nächste Zone, gell? Nein. Nicht da lang gegangen? Nein. Ich glaube, ich bin da lang gegangen, oder? Am Aufzug vorbei, ich gehe jetzt da lang. Weißt du, wir kriegen Copyright-Probleme, wenn wir das einblenden. Von, kennst du das von Ling Ling? Nein. Von Drawn Together. Nein. Nein. Das ist eine gute Antwort. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Das finde ich auch voll lustig. Müssen wir mal später mal schauen, oder? Ja, machen wir bestimmt. Heute Drawn Together. Kennt ihr Drawn Together? Voll die coole Serie. Ja, irgendwie schon, gell? Das ist unser Niveau. Jetzt bin ich da, wo ich noch nicht war. Oh. Unerforschtes Gebiet. Hineingestoßen. Hineingestoßen. So. Oh, da fahren wir wieder in die Pocket der Menschen, gell? Boah, da hat einer richtig periodiert. Na, ist nicht rot, aber. Hat einer einen Schiss. Guck mal, da hat einer perodiert. Perodiert. Das sind die Schrittgeräusche von der Pocket der Menschen. Nice. Ey, da darfst du nicht drüber, ne? Ja, ach. Genius. Das ist doch. War das nicht der erste Raum hier? Ja. Jetzt kann ich es dir sagen. Das heißt, wir müssen da lang gehen. So. Siehste. Da müssen wir hin. Das zugemacht. Wieder aufgemacht. Rohre. Rohr. So. Kennst du das von Cold Mirror, die Harry Potter Verarschung? Ich finde doch diesen Zettel von der Hermine da. Mhm. Da steht dann irgendwie Pipes drauf. Pipes. Pipes? Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet Rohre. Ein Rohr haben? Schade, dass das. Also das müsste es sogar noch geben irgendwie. Stimmt. Ja. Ja. Schon wieder. So. Cutty Cold Mirror.
Ach du Scheiße. Meinst du? Da kannst du schon lang rechts. Alter. Ja, das ist hier schon näher dran als da jetzt zum Beispiel. Nice. Ach, das waren jetzt die eigenen Schritte? Ja, natürlich. Ich hab gesagt, das so, ja, ich dachte, man hört einfach das Schritte, aber das ist genau deine waren. Da komm mal her. Versuch da mal was reinzudroppen. Ach so, ne, das geht ja nur, fällt ja dann unter dir runter, ne, das ist blöd. Außer wenn unter mir schon mal sieht, dann ist es ja weiter weg. Oh. Oh Gott, das ist complicated. Wir wollen doch nur den Forest, Mann. Nicht so ein Labyrinth. Da waren wir schon. Das war der, dann war ich in dieser Kreuzung doch auch schon. Du Scheiße. Also wie man bis nicht unkompliziert. Oh. Ah ja. So, einzige Möglichkeit, da waren wir noch nicht. Hm. Okay. Wo gehen wir jetzt dann? Ja, warte mal, hörst du es? Was denn? Jetzt ist es weg. Ja, doch da. Undefinierbar. Ja. Creepy shit. Weil ich meine, das war jetzt nicht das Atmen von dem. Nee, das war eher so, wie wenn du. One. Das klang so ein bisschen nach. Siehst plötzlich so. Das sind so ein Quietschgeräusche. Nein. Das klang für mich so nach Ambient-Kanalgeräusche irgendwie. So ein bisschen Wasserplätschern, eigentlich beruhigend sogar. Ah ja. Finde ich. Kannst ja zum Einschlafen hören. Ja, mache ich vielleicht auch. Guck! Wie das? Nur so ein bisschen leiser. Das war ganz anders. Oder was meint ihr? Ganz anders? Na, also ganz anders. Finde ich schon. Ich mach den Games an einer Stelle extra lauter. Ja, wie ich einmal, oder? Damit man es dann hört. Das habe ich auch mal in einem Video gesagt. Ich hab's einfach gelassen. Wir müssen reden, wo dieses 914-Dings da finden. Wir könnten mal fragen, oder ich frag mal, was wir so noch bei SCP machen könnten. Weil jetzt haben wir heute eigentlich nur eine normale Episode einfach gemacht, aber das will ich jetzt nicht jedes Mal machen, oder? Das gibt's ja nicht. Oder? Oder was? Hast du überhaupt zugehört, Mann? Ja, was wir bei SCP machen können. Ja, genau. Jetzt war ich doch schon überall, oder? Hab ich irgendwas ausgelassen? Ich weiß, was wir machen könnten. Wir könnten es mal durchspielen. So wie am Anfang. Da war das Ziel eigentlich immer durchzuspielen. Ja, da war man noch nicht, du Junge. Du spielst es heute durch, Junge. Da war man noch nicht. Alter, die Tür. Jetzt sind das die Improved Versions of the Old Door Sound? Klang schon geil, oder? Vielleicht. Das waren die. War es jetzt aber anders. Ich glaube, das sind schon die Sounds. Aber das macht. Ja, das macht noch so am Schluss. Nicht einfach so zisch. Ja, die sind geil auf jeden Fall. Die sind ist er gerade getropft? Hast du es gesehen? Diesen Partikel vor dir? Nein. Ja, egal. Müssen wir in der Aufnahme nochmal hier ordentlich einverleiben. Auf dich runtergespritzt, Junge. Das geile Insekt, das perverse Insekt. Ist er immer noch da? Kein Leben oder was? Ja, Mann. Dann sind wir in seinem roten Kellerraum da. So. Ja, aber dann komme ich doch von da hier ursprünglich her. Ich kann es übrigens nicht mehr sagen, dass ich ein Kellerzimmer habe. Jetzt wohne ich im ersten Stock. Ah ja. Aber du hast ihn. Na, im Prinzip. Schon ein Keller eigentlich. Erdgeschoss eigentlich. Naja, mein Zimmer war auch auf einer Seite sogar mit einer Tür. Also da ist mehr Keller, ja. Sogar ein Balkon im Keller. Das gibt's doch nicht.
Balcony. Oh. Ja, irgendwo muss doch hier ein Fortin sein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das Gelaber letztes Mal fand ich gut mit den TV-Serien. Ja. Ja, aber die Zuschauer haben gar nicht geschrieben, was die früher geguckt haben, oder? Genau, und die sind zu jung. Das jetzt, die sind jetzt noch in der Phase. Weil eingeschnappt, weil ich gesagt habe, dass ich Kika schon immer scheiße fand. Ganz früher, bevor ich Super RTL kannte, habe ich auch Kika geschaut. Das war, glaube ich, nur bis 5 oder so. Achso, weiß ich nicht. Kinderkanal. Liegt es eigentlich an uns oder kommt heutzutage nur noch Scheiße? Ich glaube, es kommt nur noch Scheiße. Das kann gut sein, ne? Wenn ich mir so ansehe, was für ein kleiner Bruder immer guckt. Verdummung pur. Ich gehe jetzt da durch. Aber ich habe ja noch mitgekriegt, so die Sendung, die ich geguckt habe, und dann so zur Übergangszeit. Wo dann hier, wo es ging hier mit Bob der Baumeister und sowas. Da ging es dann schon abwärts. Nicht so wie die Rettungstruppe oder Captain Baloo. Was ist denn die Rettungstruppe, bitte? Das kenne ich gar nicht. Nicht? Nee, Mann. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Was ist das? Soll ich das erklären? Ja, das sind halt solche Tiere, zu vermenschlicht halt, weißt schon so, ne? Ja. Und die. Was haben die gemacht? Aber so nicht Chip und Chap, oder? Die Ritter des Rechts. Doch, ich glaube schon, oder? Die meinst du, ja. Ach ja, stimmt, die haben sich so genannt. Ja. Sie ist Chip und Chap. Ach so, ja, du weißt, was du meinst. Ritter des Rechts. Ja, die sind geil, ja. Ja. Die ich sogar auf Ding. Hab ich sogar daheim. Ja, was haben die gemacht? Die haben so Fälle gelöst. So. Ahnung. Who's there? Enjoy yourself. Und die hatten dieses Flugzeug da. Ja, das war geil. Hat so einen Ballon oben dran gehabt. Ja. Das bestand aus so einer Zahnpastatube oder irgendwie sowas. Really? Das Niveau ist schon wieder richtig. Du kannst da laufen, ne? Rechts. Meinst du? Sag's doch nur so. Ist das schon mal dieses Tor gewesen? Oh, nein! Nein, du musst mit dem Aufzug fahren! Schnell, die rennen zum Aufzug! Ja, der andere ist aber noch zu vorne. Der andere? Nein! Der ist da nicht! Ah doch, scheiße. Jetzt! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Fuck! Shit! Nein, das ist zu! Nein! Das ist schlecht. Scheiße! Warte mal in der Pocket Dimension. Fuck! Der kommt schon, oder? Also das war ein Partikel, so ein Dreck on the Wand. Der kommt. Renn! Was? Wo? Durch den Boden. Fuck, shit! Nein, Gerade, hau die Karte rein! Fuck! Oh Gott, was machen wir jetzt? Und hier ist 914 oder was? Jetzt kommt er von unten, oder wie? Ja, jetzt hier bist du jetzt auch. Nein! Scheiße, Mann! Ja, jetzt? Du musst irgendwas machen. Dann wieder runterfahren. Werf irgendwas auf ihn. No clip. God Mode. Oh, ja. Ist weg. Ja, die Rettungstruppe hat den Fall gelöst. Glück gehabt. Jetzt weiß ich, was du mit Rettungstruppe gemeint hast. Ja. Die auch cool fand, den Darkwing Duck fand ich geil. Ja. Wobei? Nee, eigentlich doch, nicht. Doch, der war geil. Nee, hab ich nicht gemacht. Aber kenn ich. Kinder. Von unseren Zuschauern kennt wahrscheinlich keiner, außer vielleicht noch Alex B. Können wir mir vorstellen, dass der sowas kennt, weil er ist ja auch ungefähr so alt wie wir. Oder? Nicht? Ja. Strange Bottle. Ich weiß nicht, ob das heute funktioniert, hast du gemerkt? Hat man das heute noch? So Serien, wo man sich zurückerinnert? Oder Spiele, so wie Pokémon, wo jeder gespielt hat. Das war das erste Computerspiel, das du gespielt hast. Das erste Computerspiel, das ich gespielt habe. Das ist schwierig. Ich habe sogar schon so DOS-Spiele gespielt. Ich weiß es nicht.
Also an das allererste kann ich mich auch nicht erinnern. Und ziemlich alt, das ist Flight Unlimited. Das war so ein Fliegerspiel mit so einem Joystick. Die Landschaft war halt einfach nur platt. Ein bisschen Hügel, aber keine wirklichen Texturen. Das war so ein Flugzeugspiel. Die ersten Spiele, die ich gespielt habe, war Fury 3 von Microsoft. Was ist das? Ein Shooter? So abgespaced, so ein bisschen. Du fliegst mit dem Raumschiff. Da gab es mehrere Planeten und so, da gab es einen Gegner. War irgendwie cool. Dann MechWarrior 2. Das sagt mir gar nichts. Und Bubble Bobble. Bubble Bobble, das kenne ich. Dem 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 dem. Ja, ich habe NES war das erste, eigentlich, was ich gespielt habe. Da gab es so diese Bonus-Level und du konntest irgendwie vom 20. Level, wenn du irgendwas im 20. Level machst, konntest du dann direkt zum 50. Level springen oder so. Gab es da so Tricks. T-R-I-X-X. Ich habe das erste, was ich spiel, war NES. Da gab es. Guck mal, die Hand ist nicht da, aber ein Blue-Track. Da gab es Nintendo World Cup, das war ein Fußballspiel, wo du halt. Da konntest du faulen und who so. Who the hell is there, hat er gesagt. Da konntest du faulen. Nicht who's there, sondern who the hell is there. Ja, du konntest faulen. Und irgendwann sind die Gegner nicht mehr aufgestanden und lagen tot am Boden, Alter. Das war eigentlich so krank. Scheiße. Und natürlich Mario, Super Mario. Brothers 1. Brothers. Brothers 1 bis 3. Das dritte ist das Beste. Kennen Sie das? Da, wo du so Items hast, wie dieses Blatt, wo du dann so ein Waschbär wirst. Das geilste Mario. Scheiße. Mario Party fand ich cool. Auf der N64. Ja, da bin ich nur das für Wii. Da gibt's ja auch schon, glaube ich, 13 Teile oder so. Nee, das ist übertrieben. Okay, was geht ab? Oh, was? Mausbug, Junge, Mausbug. Alter, fataler Mausbug. Wie scheiße war das denn jetzt? Die waren so zweit. Double Penetration, Alter. Ja, das war jetzt echt kacke, weil der vordere, der ist ständig stehen geblieben, wenn ich weiter bin. Aber der hintere, der ist immer nachgekommen. Und deswegen musste ich jetzt gehen. Du musstest einfach gehen. Ja, aber waren die halt im Weg, mein Gott. Ja, wollen wir noch ein bisschen weiter über Serien reden? Oder Spiele? Spiele hat man es ja, genau. Also NES habe ich gespielt. Bubble Bobble. Bleifuß habe ich gespielt. Bleifuß. Ist das ein Rennspiel? Ja. Wusste ich es doch. Nee, auch klar. Need for Speed. Need for Speed 2 war das, glaube ich. Guck mal, im Intro, wo da so ein rotes Auto gegen ein gelbes gefahren ist. Und die dann immer schneller geworden. Dann irgendwann hast du dann gesehen, wie dann so um die Erdkugel so... Voll lustig. Da gab es auch Cheats, dass du mit irgendwelchen Autos fahren konntest, an die du gar nicht reingekommen bist. So ein Ford Indigo war dabei. So futuristisch so ein bisschen. Oder es gab so eine Hollywood-Rennstrecke, wo du halt quasi durch die Filmstudios gegangen, da gab es Dinosaurier und UFOs und du konntest eben auch mit dem Dinosaurier fahren. Ich glaube, das kenne ich sogar. Und mit einem UFO. Das gab es schon noch für PS1. Das weiß ich nicht. PS1 habe ich auch mal gespielt. So. Mein Cousin hatte die und der hat immer mitgebracht, ja. Ich Resident Evil mit 5 gespielt. Was hat denn die auf der PS1? Was habe ich auf der PS1 gespielt? Future Cop hieß es, glaube ich. Aha. Dann G-Police. Was ist denn das alles? Polizei. Ja. Stimmt, das sind beides Polizeispiele. Ja, das eine, das Future Cop, das war so. So ein bisschen so aus der Vogelperspektive. Also schon 3D, aber nicht so wie GTA 2. Kennst du ein Ninja-Spiel? Irgend so ein Ninja-Spiel habe ich gespielt auf der PlayStation. Nee. Ninja Gaiden, glaube ich. Gain? Ninja Gaiden. Gay over. Gay over. Aber auf der GayStation hast du das gespielt, oder? Und sonst? Nee, glaube ich. Und PC habe ich noch Rollercoaster Tycoon. Ja, aber das war dann schon später. Das war hier schon so um die Jahrtausendwende rum. Ja, hallo, da war ich ja erst 6. Ich habe ja hier 1994 sowas schon angefangen. Als mal, da warst du 3, oder ne? Ja. Und?
Nee, ja, okay, ich habe mit 4, glaube ich, auch das erste Mal am PC gespielt. Ich habe, bevor ich PC-Spiele gespielt habe, sogar noch Atari gespielt. Da, wo der Rechner hier in so einer fetten Tastatur drin war. Ja, so eins hat mein Vater auch mit so Kassetten, ne? Mit so, Nee, also wie. mit Disketten ging das. Achso, Das waren dann hat mein normale Vater noch ein Disketten. älteres. Das ist so mit. Es Wie war diese so, Tonkassetten, wie es diese war, war so Hörspielkassetten. eine graue Tastatur und hinter der Tastatur war da noch so ein Kasten hier. Ja. Aber es war alles in einem, also es war ein. Ja. Ich kenne das ja. Ich weiß nicht, welches Modell das war. Nostalgia. Naja. Ich glaube, wir hören das schon auf. Schreibt, was ihr in eurer Kindheit gezockt habt oder geschaut habt oder was auch immer. Ihr könnt auch was anderes schreiben. Ihr könnt auch schreiben, wie das Wetter draußen ist. Oder nee, das Ja, interessiert mich. das ist Das eigentlich interessiert mich eigentlich nicht nicht so. so Ja, interessant. aber schreibt, was ihr wollt einfach. Ja, außer Penis. Ja, hast du meine Gedanken gerade gelesen? Wie Mark? Nicht Penis schreiben. der Unser Niveau ist niedrig, aber wir wollen ein gewisses Niveau auch noch halten. Ihr könnt da unten subscriben. Falls ihr das noch nicht Ihr könnt getan das habt. Video liken. Dann würden wir das liken, wenn wir das liken. Wow. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Was gibt's Five Nights nochmal? Ja, Ja, und ne? Heritage wollten wir mal spielen. Mal gucken, ob es diese Woche Ja, kommt. das nächste Woche. Mal gucken. Nächste Woche kommt es. Five Nights, das nächste SCP und dann Heritage. Mal Ja, Five gucken. Nights hat das hier schon hier den aktuellen Bezug und so. Aktuellen Bezug, es ist Ja. jetzt schon das 2 Jahr, naja. Ja, aber ich meine, dass wir das zur Zeit noch am Spielen Ja, sind. okay, ich habe verstanden. Deswegen. Was wir auch mal Also. wieder machen könnten hier, wäre Ding. Trial 4. Aber wir haben ja noch anderes Zeug. Lückenfüller. Ja, eigentlich ist es unser Lückenfüller. Ich würde es auch gerne mal langsam wieder weiterspielen. Nur so am Rande erwähnt. Und schaut die letzte Folge Five Nights, die ist richtig lustig. Richtig viel gutes Gelaber. Ja. Ja, genau. Ach ja, Autogrammkarten. Ne? Da hatten wir es ja in der letzten Folge Ja. am Ende kurz drum. Und zwar kam das ja soweit eigentlich gut an, die Idee, ne? Ich habe jetzt mal 10 Stück vorab drucken lassen. Exklusiv, oder? Die haben wir aber noch nicht. Aber wenn es soweit ist, dann zeigen wir euch hier die im Video und dann schauen wir mal, wer hier eins der begehrten ersten Exemplare bekommt. Ihr schlagt euch drum. Ja. Nee, das Nee, wäre. wie genau wir das dann machen, müssen wir dann noch gucken. Weil es gäbe ja prinzipiell die Möglichkeit, dass ihr eure Adresse an mich schickt. Da richte ich dann eine E-Mail-Adresse extra dafür ein. Ja. Dann schicken wir die dorthin. Und wenn sich genug Leute melden würden, die Interesse an einer Karte haben, dann würde ich sogar ein Postfach eröffnen. Wenn das ihr dann hier vorfrankierte Briefe hinschicken könnt. Weil das dann, glaube ich, einfacher wäre. Ja. Aber das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Wir schauen uns erstmal, wie die Karten ausschauen und dann können wir weiter gucken. Das mit dem Postfach wäre richtig cool. Ja, weil dazu braucht man eben erstmal richtig viele Leute, die Interesse daran haben. Weil es kostet ja auch Einrichtungsgebühr und Ja, das so. kostet auch eben. Deswegen. Ja. Also, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt geschmeidig. Tschüss. Ciao.